Beim Thema Innovationskultur oder kulturellem Wandel ist es eine Herausforderung, innerhalb von 15 Minuten einen kurzen Input zu geben. Einerseits natürlich, weil das Thema komplex ist und mit Werten und Einstellungen zu tun hat, die sich nicht verordnen oder anordnen lassen. Zum anderen aber auch, weil es gar nicht so ein explizites richtig oder falsch gibt. Wir werden Ihnen also heute nicht sagen, so und so ist es und nicht anders, sondern wir bringen Impulse mit und sprechen über Beispiele, die wir beobachtet haben und dass Sie die dann wieder auf Ihre Kontexte anwenden. Und das ist eine Aufgabe, die wir heute gar nicht leisten können, aber zu der wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Mein erster Gedanke in Sachen Kulturwandel hat immer mit der Frage des Purpose zu tun, mit dem Warum. Und damit haben Sie ja sicherlich auch schon gearbeitet. Ich muss immer an Martin Luther King denken, der ja mit I have a dream sehr viel Aufsehen erregt hat. Was er vor allem geschafft hat, war ja klar und deutlich und mit viel Authentizität zu kommunizieren, woran er glaubte und vor allen Dingen warum. Und die Frage nach dem Warum steht auch im Modell des Goldenen Kreises oder des Golden Circle von Simon Sinek im Mittelpunkt. Der sagt, die meisten Institutionen oder Unternehmen kommunizieren und agieren eigentlich in der falschen Reihenfolge. Sie starten mit dem Was anstatt mit dem Warum. Also was verkaufen wir? Was bieten wir unseren Studierenden? Was machen wir anders als die Konkurrenz? Und meist folgt danach die Frage nach dem Wie. Also wie wollen wir bessere Lehrer machen? Wie wollen wir uns diverser aufstellen? Und das Was, das ist dann in der Regel hinterher ein Format, eine Lehrveranstaltung, eine Vorlesung, ein Forschungsprojekt und so weiter. Simon Sinek sagt aber, das Fatale an dieser Reihenfolge ist, wenn wir uns auf das Was festlegen oder das Ausgehen von Formaten, dann schränken wir uns in unserem Denken schon komplett ein. Und Summa, Kirbach und Pappenberger sagen, hätte Martin Luther King seine Rede damals mit einem Was begonnen, dann hätte er gesagt, I have a plan. Und das hätte eigentlich niemand interessiert und damit wäre er auch nicht berühmt geworden. Und in Digitalisierungsprozessen ist das natürlich erst recht kontraproduktiv, weil die dann zu so einem reinen Selbstzweck werden. Und in der Bildungslandschaft zeigt sich das ja auch gelegentlich, dass wir denken, wir wissen, dass wir digitalisieren wollen. Häufig wissen wir nicht so richtig wie, aber ganz selten wissen wir, warum eigentlich. Und deswegen habe ich nochmal geschaut, was ist eigentlich das Warum von Hochschulen? Was ist Ihr Warum als Akteurinnen, als Akteure der Hochschulbildung? Und ich habe mir mal verschiedene Leitbilder von Universitäten und Fachhochschulen angesehen und versucht mal auf eine Antwort zu finden auf das Warum. Also warum sind wir Hochschule? Und da gibt es Antworten wie, wir bilden die ExpertInnen von morgen aus. Wir ermöglichen ein lebenslanges universitäres Studium für alle. Wir tragen zur Mehrung und Verbreitung des Wissens über Mensch und Welt durch Forschung und Lehre bei. Wir ermöglichen Bildung durch Wissenschaft. Wir bereiten künftige Generationen auf herausfordernde gesellschaftliche Aufgaben vor. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel. Wir bilden die ExpertInnen von morgen aus. Das ist aus meiner Sicht ein sehr schönes Warum. Und dann kommt das Wie, indem wir als Bildungseinrichtungen digital, innovativ und sonst wie noch weiter agieren. Denn wenn wir das Warum ernst nehmen, dann müssen wir beim Wie einerseits sagen, Hochschulen müssen einerseits digital sein. Sie müssen innovativ sein, sie müssen international sein, sie müssen divers aufgestellt sein, sie müssen lebenslanges Lernen ermöglichen und so weiter. Das heißt, digital müssen wir nicht sein, weil wir um jeden Preis digitalisieren wollen, sondern weil wir uns in einem Transformationsprozess befinden, müssen wir digital und innovativ sein, um unser Warum überhaupt noch in angemessener Weise erfüllen zu können. Das Warum ist nicht das Digitale, das Wie ist das Digitale. Und dass sich die Rahmenbedingungen ändern, das steht ja außer Frage. Also dieses Bild von 1947, einer Lehrperson, die an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit vor Schülerinnen und Schülern steht und ihr Herrschaftswissen vorträgt, das trägt eigentlich nicht mehr, weil Digitalisierung verändert ja, was wir lernen, mit wem wir lernen, wo wir lernen, wie wir lernen. Mit mehr Eigenverantwortung, flexibler, lebenslang und auch wie wir miteinander arbeiten. Und es werden andere Kompetenzen benötigt. Neben diesen ganzen technischen Aspekten werden nochmal ganz andere Fähigkeiten auf den Arbeitsmärkten der Zukunft benötigt. Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration. Denken Sie an die ganzen Arbeiten, die es schon gibt, zu Future Skills oder 21st Century Skills. Aber machen wir das auch wirklich? Also sind die Hochschulen darauf ausgelegt? Und wenn wir ehrlich sind, und das habe ich mit
Frau Pellert und Frau Brandt 2019 mal in einem Artikel festgehalten, hat Digitalisierung bislang zu wenig disruptiven Innovationen oder großen strategischen Änderungen in der Bildung und deren Vermittlung geführt. Vielleicht auch, weil es im Was angeordnet war. Aber digitales Lernen ist immer wie. Und dieser digitale Wandel hat natürlich auch Einfluss auf die Kultur, auf die Normen, auf die Wertvorstellungen der Bildungseinrichtung. Und Tina Ludwig, ich weiß gar nicht, ob sie heute dabei ist, sie hat 2018 in einem Workshop mal das Ganze beschrieben unter Leitfragen, wie zum Beispiel, wie wird Digitalisierung eigentlich von den unterschiedlichen AkteurInnen an Hochschulen definiert? Oder von welchen AkteurInnen wird das Thema an die Organisation herangetragen? Wo findet eine theoretisch-konzeptionelle und wo eine praktische Aushandlung zu dem Thema statt? Gibt es eine Diskussion um Kulturwandel, wie zum Beispiel auch Öffnung der Lehre und so weiter? Also wir müssen uns schon fragen, welche Rolle spielt der Aspekt von Innovation und Innovationskultur? Und Innovation ist zunächst erstmal nur ein Vorgang. Wikipedia sagt, welcher durch die Anwendung neuer Verfahren, der Einführung neuer Technologien oder der Etablierung erfolgreicher Ideen ein Bereich, ein Produkt oder eine Dienstleistung erneuert und auf den neuesten Stand bringt. Und unterschieden wird als grobe Einteilung zwischen inkrementell und radikal beziehungsweise disruptiv. Inkrementell bedeutet erstmal nichts anderes als das, was bekannt ist, in erster Linie weiterentwickelt wird. Eine Vorlesung aus der Präsenz wird zu einer aufgezeichneten Vorlesung als Video. Also es geht eigentlich in erster Linie um den Erhalt von Tradition oder herkömmlichen Praxen. Und radikale oder disruptive Innovation beschreibt eine grundsätzlich neue Entwicklung, indem man sich das Umfeld, die Struktur und die Praxis anschaut. Oftmals werden solche Innovationen extern ausgelöst und sorgen in vielen Fällen auch dafür, dass Altes abgeschafft wird. Also gucken Sie sich die Anzahl von DVD-Verleihen an, die es nicht mehr so viel gibt, da es ja jetzt Videostreaming gibt. Und diese Innovationen entstehen häufig durch Trial and Error. Es gibt kein erprobtes Vorgehen. Aber es geht darum, dass man eben nicht das Bewährte fortsetzt, sondern dass man Trends beobachtet, dass man experimentiert, dass man sich vernetzt. Also eigentlich all das, was wir durch die digitale Transformation gerade erleben und wozu wir uns verhalten müssen. Der Kulturwandel ist somit auch eine Facette von Digitalisierungsprozessen, weil Digitalisierung damit auch die herrschenden Normen und Wertvorstellungen innerhalb der Organisation wandelt. Organisationskultur ist zunächst mal eine spezifische Ausprägung der Organisationskultur, die vor allem die Generierung von Innovationen im Unternehmen fördern soll. Die durch die Innovationskultur geschaffenen positiven Anreize auf die MitarbeiterInnen führen zu einer Erhöhung der Innovationskraft des Unternehmens. Und um das zu erreichen, auch in der Lehre oder in der Forschung, muss die Organisation natürlich entsprechende Strukturen bieten, also innovationsfördernde Rahmenbedingungen schaffen. Einen organisationsweiten Kulturwandel anstoßen, in dem transparent kommuniziert wird, indem eine Fehlerkultur gelebt wird und so weiter. Sonst gibt es keinen Nährboden für Innovationskraft und Kreativität. Für Hochschulen kann das zum Beispiel bedeuten, dass man Beratung und Fortbildung ausbaut, dass man Arbeits- und Kommunikationsprozesse digitalisiert, dass man dezentrale Strukturen innerhalb der Fakultäten stärkt, dass man verstärkt in der Organisations- und Personalentwicklung nach Möglichkeiten und Verbesserungsvarianten schaut und dass man eben Anreizsysteme schafft. Entsprechende Anreizsysteme sind die Grundlage für einen gelingenden Kulturwandel und ich bin froh, dass Herr Nacken das gleich nochmal am Aachener Beispiel zeigen wird. Und um herauszufinden, was Innovationskultur ausmacht und welche Möglichkeiten Hochschulen haben, war ich gemeinsam mit den auf der Folie aufgeführten Kolleginnen und dem Kollegen 2019 und 2020 Teil einer Community Working Group, die auch durch das Hochschulforum Digitalisierung ermöglicht worden ist, zum Thema Innovationskultur. Wir wollten innovationsförderliche Aspekte identifizieren und Impulse geben, wie man die auf Hochschulen übertragen kann. Dazu haben wir drei Institutionen besucht, die besonders für ihre innovationsförderliche Kultur bekannt sind. Und das war einmal Zipgate. Dazu habe ich Ihnen im Vorfeld auch das Video geschickt. Ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht schon gesehen haben. Ein Telekommunikationsunternehmen. Die sagen über sich selbst, wir sind mit ganzem Herzen agil. Keine Titel, keine Manager, keine Abteilungen, keine Gehaltsverhandlungen, keine Budgets, keine Überstunden, keine Angst. Dann die Katholische Universität Löwen in Belgien, eine Universität, die Entrepreneurship auf allen Ebenen und in allen Fachbereichen fördert und unter den besten in den europaweiten Rankings gilt als eine sehr, sehr innovative oder eine der innovativsten Hochschulen in Europa. Und das D-Lab, die heißen inzwischen Customer Experience Management,
das sich als Innovationslabor der deutschen Bahn-Personenverkehr versteht. Die sind Vordenker und Entwicklungspartner für neue Produktinnovationen an der Schnittstelle mit den Fahrgästen. Innovationskultur wird dabei auf sehr unterschiedliche Weisen verstanden. Zipgate sagt, Selbstverantwortung, Feedback, Lernen, Freiheit und Spaß, das ist das, was uns glücklich macht und gleichzeitig besser macht. Das heißt, hier ist der kulturelle Wandel sehr eng mit den Arbeitsweisen verbunden und mit den internen Anreizsystemen, warum Leute sich bei ihnen einbringen sollten. In Löwen geht es vor allen Dingen um Erfindungen und Patente, die hervorgebracht werden. Und um das zu ermöglichen, das zu schaffen, bietet die Hochschule sehr viel Freiräume. Sie sagen, freedom to do things and to do things you are interested in. When people are allowed to do so, they become engaged. Und beim D-Lab wurde die Erfahrung gemacht, dass sich Anreize auch durch Verantwortung ergeben. Wir haben gesagt, früher waren wir die freien Radikalen, die alles ausprobieren durften. Aber jetzt sind wir nicht nur die Gegenchallenger, sondern wir sind in einer strategischen Mitverantwortung. Was wir in der Arbeitsgruppe herausgefunden haben, ist, dass wir im Grunde 5 Werte oder Werthaltungen identifizieren konnten, die sich durch alle Bereiche gezogen haben und die jeweils dazu beigetragen haben, innovationsförderlich zu sein. Das ist zum einen die Transparenz. Das wurde oft schon ganz real durch die Architektur deutlich. Ja, große Wände, an denen mit Post-its Arbeitsstände festgehalten worden sind. Büros mit Glaswänden, dass man sich gegenseitig sehen kann. Aber auch Aspekte wie transparente Entscheidungen der Unternehmensleitung. Dass man Erfahrungen und Gelerntes miteinander teilt. Also beispielsweise einmal in der Woche gibt es bei Zipgate einen Open Friday, wo alle erzählen, woran sie gerade arbeiten und was da gerade zu tun ist. Dass man sich geöffnet hat nach außen. Also Zipgate hat tausende externe BesucherInnen pro Jahr, die da durchgeführt werden und die sich das anschauen. Und in Löwen gibt es ausgestellte Patente in wirklich großen Vitrinen überall. Dann auch Transparenz, zum Beispiel durch die Offenlegung von Gehältern und Arbeitsweisen. Natürlich muss man sich fragen, wie das an Hochschulen ist. Nur letzten Endes ist das auch einer von vielen kleinen Faktoren, die zumindest in den Unternehmen für eine innovationsförderliche Kultur sorgen und für eine Transparenz. Und letztlich eben auch die Sichtbarkeit der Erfolge nach außen, aber auch nach innen. Innovationen werden also getragen von der Vielfalt der Menschen, der Transparenz über vorhandenes Wissen, Fähigkeiten und Kenntnisse. Die zweite Dimension umfasst die Aspekte Vertrauen und Mut, mal zusammengefasst, als Treiber von Innovation. Also Mut, Dinge anzufangen und zu verändern, Mut, Fehler zu machen, aber auch Vertrauen in die Mitarbeitenden und ihnen Entscheidungen zu überlassen. Zum Beispiel gibt es bei Zipgate ein Peer-Recruiting, das heißt, die Arbeitsteams stellen selber neues Personal. Es ist aber auch der Mut von Leitungen zu sagen, wir stellen um auf agile Arbeitsweisen oder Mut zum Risiko, fail often, fail early, was natürlich auch neue Kooperationen und autonomes Handeln ermöglicht. Und Mut ist einfach mal anzugehen. Ein Zitat nochmal aus Belgien, aus Löwen. If you set up something new, there are always people doubting. First years were tough, but people realized that it actually worked when the first products were on the market. Für Innovation braucht es Freiräume. Das schließt schon fast an das Vertrauen an. Also es braucht Orte zum kreativen Austausch, zum freien Arbeiten, zum Kreativsein, freie Zeiträume und auch eine Einstellung, ein Mindset, die das erlauben. In allen besuchten Organisationen gab es für die Mitarbeitenden zum Beispiel Zeit zur freien Einteilung, zur freien Gestaltung oder die freie Wahl von Weiterbildung, auch sogar ohne Budgetgrenzen. Also wer gesagt hat, er möchte gerne eine, was weiß ich, Kaffeesommelier-Ausbildung machen, war das auch in Ordnung. Und es gab natürlich auch die Möglichkeit, sich Arbeitszeiten frei einzuteilen, Kinder mitzubringen und sich die Arbeitsräume so zu gestalten, wie es gerade die Arbeitssituation erfordert hat. Also es sich auch irgendwie nett zu machen auf dem Arbeitsplatz oder am Arbeitsplatz. Freiheit bedeutete aber auch, das ist nochmal ein Beispiel Löwen, eigenständig Drittmittel einzuwerben und die dann selbst frei verwenden zu können. Zwar nicht 100%, aber zumindest in Anteilen. Oder auch die Freiheit, den Weg zu wählen, wie man das Ziel erreichen kann. Dann ein weiterer Punkt war Intrapreneurship, als sozusagen Mitarbeit an der eigenen Organisation, am eigenen Selbstbild beteiligt sein. Da spielt viel von dem mit rein, was ich schon genannt habe. Also Handlungsfreiheit schafft eine Eigenverantwortung im Sinne von create your own expectations. Dann gibt es sehr viel Autonomie in den Teams, die dazu beigetragen haben, sich mit den eigenen Produkten zu identifizieren und Selbstverantwortung zu übernehmen. Und auf Vertrauen
folgt die Verantwortungsübernahme und Mitverantwortung. Das heißt, IntrapreneurInnen entdecken Chancen, verfolgen Ideen, setzen diese um und gestalten eigenverantwortlich und risikofreudig die Organisation mit. Sie tragen mit ihren Erfolgsgeschichten zum positiven Selbst- und Fremdbild der Organisation bei. Der letzte Punkt ist Kommunikation als Baustein für gelingende Innovationen. Einüben von wertschätzendem Feedback zum Beispiel, Austausch über Aufgaben und Arbeitsfelder hinaus und so weiter. Ein Zitat aus dem D-Lab: Die Kultur hat sich zu einer aufgeschlosseneren Zusammenarbeit verändert. Die Augenhöhe ist wichtig. Alle können Themen setzen. Also das heißt, es geht auch um die Förderung von Kollaboration, von interdisziplinärer Vernetzung und informellem Austausch. Aus Löwen gibt es nochmal ein Zitat: Engaging people that are non-academics gives new views and widens the horizons. Also auch da nochmal eine große Transparenz und eine Kommunikation nach außen. Und dann gibt es eben eine Kommunikation auch durch diese Success Stories, also zu zeigen, was habe ich eigentlich schon erreicht und das stelle ich auch präsent irgendwie zur Verfügung. Und nach innen. In Löwen haben sie gesagt, by the time the spirit has infected the organization. Und wir haben uns jetzt angeschaut, warum wir einen Kulturwandel brauchen und wie der aussehen kann. Und jetzt mal konkret, also welche Formen, Formate und Angebote brauchen wir an den Hochschulen, damit wir eine Innovationskultur abbilden können? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Die Konkretion daraus ist dann Ihre Aufgabe. Das Was. In Ihren Kontexten, in Ihren Einrichtungen, mit Ihren Rahmenbedingungen, mit Ihren Ressourcen. Das kann nicht one size fits all passen. Innovationskultur ist eine Aufgabe, die Sie mitgestalten können. Und um konkrete Good Practices sich anzugucken, die in einer spezifischen Situation sehr gut funktioniert haben, gebe ich, glaube ich, gleich das Wort an Heribert Nacken ab oder muss ich nochmal ins Plenum zurückgehen? Auf jeden Fall beende ich hiermit meinen Teil. Ich danke Ihnen sehr. Ich darf meinen Teil unter der Überschrift der Ermöglichungskultur beitragen. Und um Sie so ein bisschen abzuholen, darf ich Ihnen einfach das Vision Statement aus unserer Digitalisierungsstrategie an der RWTH mal kurz zeigen. Das ist ja das, wohinter wir uns alle versammeln sollen. Ja? So, die RWTH ist ein Ort exzellenter Lehre und die Digitalisierung ist in ihrer Lehrstrategie fest verankert, um die Kompetenzen der Studierenden optimal zu entwickeln und zu fördern. Da ist das Warum. Ja? Warum machen wir das an der Stelle? So, und die Frage ist jetzt, warum ist unsere Digitalisierungsstrategie erfolgreich? Das glauben wir ja nicht nur selber, sondern wir haben ja vom Stifterverband dafür zum Beispiel auch den Genius Loci bekommen, werbetechnischer Teil zu Ende. Das hat was mit dem Aachener Gegenstrommodell zu tun. Das ist schon mal vor einiger Zeit erläutert worden, aber das ist wichtig für die Ermöglichungskultur. Bei uns ist es im Prinzip so, wir haben ein Rektorat und dieses Rektorat setzt uns Leitplanken. Und innerhalb dieser Leitplanken sollen wir uns bewegen. Und es gibt eine klare Ansage, so Leute, in 3 Jahren, in der und der Zeit, seid ihr bitte da und dort. Ja? Dann sagen die Fakultäten, Maschinenwesen, Medizin, Philosophische Fakultät, ja, können wir uns mit anfreunden, aber wir setzen von unten heraus die Kultur. Ja? Von unten nach oben zum Rektorat kommt Kultur. Kultur können Sie nicht von oben heraus in irgendeiner Form oktroyieren, das geht schief. Sondern die muss in der Fachkultur sein. Und die jeweiligen Fächer müssen durchdeklinieren, was sie darunter verstehen. Also die Richtung ist schon klar. Das Rektorat hat bei uns die Hoheit zu sagen, alle rechts rum. Ja, und dann machen wir das auch. Aber wie wir rechts rum gehen und wo wir uns auf dieses Ziel hinbewegen, das hat dann bei uns jeder Lehrende in seinem Fachbereich das Recht, das individuell auszulegen. Das ist ganz wichtig in dem Punkt. Und dann gibt es Fragen über Fragen. Ich habe dann einfach mal ein paar aufgeschrieben an der Stelle. Wie passiert dieses? Wie passiert jenes? Wie kriege ich eine Veränderungsdynamik an der Stelle hin? Und Frau Wils hat das gerade schon sehr schön gesagt. Wir können jetzt nicht alle Ihre Fragen beantworten, aber wir können Ihnen so ein paar Leitlinien geben. Und eine ist mir persönlich wichtig, nämlich entscheiden Sie einfach mal selber. Und dafür darf ich etwas zitieren. Wenn die Komplexität eines Systems ansteigt, verlieren präzise Aussagen an Sinn, und sinnvolle Aussagen an Präzision. Das ist das Gesetz der Unvereinbarkeit von Zare. Lord Fitzare, das wird der eine oder die andere kennen, das war derjenige, der die Fuzzy Logic, also der uns gezeigt hat, dass man mit einer harten Mathematik unscharfe Wissenszusammenhänge abbilden kann. So, die Komplexität in den Hochschulen, die wird immer nur noch höher. Ja? Und ich habe mich dafür entschieden zu sagen, Präzision
gucken wir mal nicht so genau hin. Es soll am Ende vom Tag Sinn machen. Und das gebe ich Ihnen einfach mal mit. Überlegen Sie, ob das, was Sie da wollen, was Sie in der Strategie machen, was Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen abstimmen, ob das Sinn ist und ob es dann präzise ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. So, und jetzt ist die Frage, wieso klappen denn jetzt bei uns in Aachen bestimmte Dinge ganz gut? Das ist im Wesentlichen der Begriff der Ermöglichungskultur. Wenn Sie später vielleicht mal auf die Webseiten der RWTH Aachen drauf gucken, dann werden Sie diesen Begriff auch sehr, sehr dominant sehen. Der ist uns komplett wichtig. Warum? Das Gegenstromprinzip erkläre ich im Regelfall immer mit dem Preußischen. Da ist so ein Rektorat, buff, das gibt von oben irgendwelche Sachen runter und Rheinisch kommt von unten diese Kultur hoch. So, aber wir ermöglichen letztendlich auch im Rektorat auch zu sagen, wo Sie uns als Universität hinhaben möchten. Aber im Umkehrschluss sagen wir an, okay, wenn wir alle rechts rumgehen sollen, dann bitte sorg auch dafür, dass wir rechts rumgehen können in Form der Ermöglichungskultur. Und das bedeutet, dass wir auf jeden Fall Service, 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 Service benötigen. Das ist eigentlich der Garant für das, was Frau Bilz gerade beschrieben hat. Ich würde das für mich mal zusammenfassen mit Motivation und Identifikation. Ja, wenn ich mich für einen Verein einsetzen möchte, wenn ich motiviert bin, dann möchte ich gerne auch einen entsprechenden Support haben. Und bei uns ist das Zentrum für Lehr- und Lernservices, was das zentral macht. Und da unten sind jetzt 4 Einheiten, die Namen sind für Sie vielleicht uninteressant. Ich will nur darauf hinweisen, wir haben da in harten Auseinandersetzungen wirklich auch richtig hart kämpfen, dafür gesorgt, dass wir die alte Struktur, die wir an der RWTH hatten, wo 4 verschiedene Serviceeinrichtungen waren, aufgebrochen haben. Warum? Weil wir festgestellt haben, da gibt es teilweise Überlappungen, die machen das Gleiche. Auf der anderen Seite gibt es aber große Löcher, die keiner von den Serviceeinheiten abdeckt. Und haben gesagt, komm, Schluss mit lustig. Wir machen ein komplett neues Servicezentrum, Zentrum für Lehr- und Lernservices. Das hat aktuell mit Stand heute 61 Mitarbeitende und 55 studentische Hilfskräfte, also keine kleine Einheit. Und das ist aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche, nämlich in dieses Thema Excellent Academic Teaching. Da kann ich als Bauingenieur, der nie Mediendidaktik gelernt hat, der ein reiner Autodidakt ist, hingehen und sagen, so, Kinders, erklärt mir jetzt mal, was ein Constructive Alignment ist, was davon muss ich wissen und wie muss ich das konkret umsetzen oder wie funktioniert denn jetzt ein Flipped Classroom? Es gibt die Einheit Medien für die Lehre, die für uns im Wesentlichen den Support bei Videoarbeiten, zum Beispiel die ganzen MOOCs, die wir gemacht haben, unterstützt. Aber es sind auch die Studierenden. Es ist das Aachener Mentoring-Modell, was in allen Fakultäten verhaftet ist, wo im Wesentlichen, sagen wir mal, die sogenannten Students at Risk adressiert werden. Ne? Die hinten rausfallen, die aus welchem Grund auch immer nicht unbedingt die 30 Credit Points pro Semester auch sammeln können. Es ist das Lernplattform-Management. Ich sage mal, das ist jetzt so mehr oder weniger der Standardbereich. Bei uns ist das Moodle-System, aber auch da kriege ich einen kompletten Service. Es ist das Self-Assessment für diejenigen Studierenden, die in Zukunft kommen. Also Sie wissen vielleicht, wer bei uns in Aachen sich einschreiben will, muss vorher ein Self-Assessment gemacht haben. Und dann fragen wir zum Beispiel angehende Bauingenieure und Bauingenieure, was sie von diesem Studium schon kennen. Und am Ende vom Tag kriegen die eine Aussage. Ja, dich persönlich möchte ich auf jeden Fall haben, weil wir glauben, das ist treffsicher. Oder da kommt auch eine Aussage, vielleicht sollten Sie mal reflektieren, ob diese Studiengangswahl für Sie die richtige ist. Also das heißt, wir fangen auch schon sehr früh an, uns quasi die nächste Klientel auszusuchen. Und last but not least haben wir auch das Student Lifecycle in der Begleitung. Sie sehen also, wir haben sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden und auch die nächste Generation davon adressiert. Und wir haben intern auch Anreize, also es geht ja um Anreize. Geld ist für den einen oder die anderen Anreiz, nicht für alle. Das darf man durchaus so an der Stelle sagen. Aber es ist natürlich eine wichtige Sache. Und Sie haben dieses Akronym gesehen, Exploratory Teaching Space. Das muss ich vielleicht dann nochmal auflösen. Da taucht es nämlich auf. Das ist eines der Programme. Daneben haben wir aber auch ein Förderprogramm Digitale Lehre im Curriculum und das Programm ICON. Was ist das jetzt im Einzelnen? Exploratory Teaching Space, da geht es generell um die Innovation in der Lehre. Ja? Ich erkläre im Regelfall immer so, morgens beim Zähneputzen haben Sie eine super tolle Idee, wie Sie Ihre Lehre noch verbessern wollen. Ja, dann schreiben Sie das mal ganz kurz auf 5 Seiten und gehen in einen internen Wettbewerb. Auch nicht mehr als 5. Wenn Sie 6 Seiten schreiben, schmeißt man Sie aus dem Wettbewerb raus. Sie müssen sich kurz und knapp fassen. Das ist erst so. So, was können Sie dann kriegen? Sie können kriegen maximal 1 Jahr Zeit und 30.000 Euro, mit denen Sie experimentieren. Und das ist Wagniskapital. Diese 30.000 Euro können Sie komplett in die Wupper fahren. Ja? Sie müssen am Ende von diesem einen Jahr erklären, was Sie gemacht haben, ob Sie erfolgreich waren,
ob das übertragbar ist auf eine andere Fakultät oder auf einen anderen Studiengang. Und wenn Sie da reinschreiben würden, nö, aus dem und dem Grund hat das überhaupt nicht funktioniert, müssten Sie das Geld nicht zurückbezahlen, die Ohren lang gezogen kriegen Sie auch nicht, weil das ist echtes Wagniskapital. Und wir haben mittlerweile über 120 Projekte seit dem Jahr 2009, seit dem Zeitpunkt gibt es das, die gefinanziert worden sind. Und die haben einen richtigen Drive gemacht. Also zum Beispiel auch ein Exploratory Teaching Space Projekt zu bekommen, ist ein Anreiz, ja, weil da guckt man hin und sagt, boah, der hat eins, wieso der, warum ich nicht? Also auch die Wettbewerbssituation innerhalb der Hochschule wird dadurch positiv tradiert. Das ist unser, darf ich jetzt mal so sagen, Brot- und Buttergeschäft bei den Innovationen. Da geht es darum, dass zum Beispiel wir auch Sachen standardisieren. Also vor einer Zeit lang wollte jeder bei uns irgendwie eine App für alles Mögliche machen. Ja? Und dann haben wir gesagt, nee, kommt nicht in die Tüte. Es gibt ein IT-Center, die geben vor, wie man an die Daten der RWTH-Studierenden rankommt. Da gibt es einen Lego-Bausteinkasten und den können dann unterschiedliche Leute nutzen. Dann haben es zwei Fakultäten gegeben, die das mal ausprobiert haben. Und nachdem wir dann wussten, wie es funktioniert oder auch nicht funktioniert, haben wir das ausgerollt. Das ist etwas, was ich Ihnen auch sehr empfehlen würde, also diese Vorreiterrolle mit einer projektinternen oder hausinternen Finanzierung zu machen. Das nächste ist eine neue Sache, die ist erst seit dem letzten Jahr da. Da geht es darum, dass bei uns ganz viele Leute sehr viel auf einer informellen Ebene machen. Ja? Aber gucken Sie in die Modulhandbücher rein, da finden Sie nichts davon. Und deshalb haben wir gesagt, müssen wir irgendwie ändern. Wir wollen eine verbindliche Verankerung digitaler Lehr- und Lernformate in den Modulbeschreibungen drin haben. Warum? Ich sage mal, wenn ich meine Spielereien nicht in die Modulbeschreibungen reinmache, dann kann mich keiner an der Hammelbeine dran packen, um zu sagen, hör mal, Nacken, das machst du aber immer verbindlich. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen dieses Grad der Verbindlichkeit herstellen, indem wir diese Sachen verankern in einem curricularen Beschreiben. Das ist eine neue Situation. Und das letzte Icon, das zielt auf die Internationalisierung. Also wenn Sie mit anderen Partneruniversitäten gemeinsam Aktivitäten in der Lehre machen wollen, dann haben Sie doch die Möglichkeiten. So, das Ganze ist jetzt mit Geld verbunden. Die Fördersummen tauchen jetzt hier mal gerade auf und die sind nicht gerade klein. Also die gehen zwischen 15.000 und 60.000 Euro für ein jeweiliges Projekt. So, jetzt können Sie sagen, oh ja, hätte ich mal Geld, könnte ich das auch alles machen. Vollkommen richtig. Aber es geht nicht nur um die Frage der Finanzierung, um das Geld, sondern es geht im Wesentlichen auch darum, was eben genannt worden ist, Identifikation und Motivation. Ja, wenn ich nicht motiviert bin und wenn ich mich mit meinem Verein nicht identifiziere, dann kommt da nichts mehr rum. Und da vielleicht nochmal der Hinweis, die Foliensätze werden wir nachher Ihnen allen zur Verfügung stellen. Die stehen als offene Bildungsressourcen, OER, unter einer CC-Lizenz. Und wenn Sie möchten, können Sie gleich nochmal auf dieses Exploratory Teaching Space die Seite gehen und dann können Sie auch sehen, welche Projekte gefördert sind. Denn dazu gehört zum Beispiel auch, dass Sie am Ende vom Tag erklären, was Sie gemacht haben. Und Sie müssen auch bereit sein, jedem aus dem Verein eine Information zu geben. Wenn ich also ein Projekt gefördert bekommen habe und meine Kollegin und mein Kollege sagt, hör mal, Nacken, was hast du da gemacht? Dann kann ich sagen, erzähle ich dir nicht. Sondern ich bin verpflichtet darüber, diese Kolleginnen schlau zu machen über das, was ich gemacht habe. Also zumindest über die Rahmenbedingungen. Dadurch kommt dann auch wiederum eine neue Kommunikation zustande. Dadurch kommen neue Kontakte zustande. Und Exploratory Teaching Space ist im Prinzip auch sowas ein bisschen wie ein hausinternes Netzwerk, was wir verwenden dürfen. Ein anderer Punkt, der auch überhaupt nichts an Geld kostet, aber super gut funktioniert, sind die sogenannten Digitalisierungsbeauftragten. Und das versuche ich immer mit dem Bild dazu erklären. Auf der rechten Seite sehen Sie so einen Ingenieur, so einen Analogen mit so einem Plan in der Hand. Keinen Plan von Didaktik. Auf der linken Seite sehen Sie so einen hippen Mediendidaktiker, ne, der genau weiß, wie man die Medien einsetzt. Nur die beiden, die kommen überhaupt nicht zusammen. Ja, und deshalb haben wir dazwischen diese Brückenbauer, dieses Bild als analog sei einem Bauingenieur erlaubt, dazwischen gesetzt. Das sind die sogenannten Fakultätskümmerer und die sorgen dafür, dass wir die Leute, die Ahnung von der Didaktik und von dem Medieneinsatz haben, auf der einen Seite zusammenbringen mit den Fachleuten. Ja, weil es da auch schon Berührungsängste gibt. Zumindest gab es die bei uns in Aachen. Mag bei Ihnen an der Hochschule anders sein. Ich mag diesen Begriff der Fakultätskümmerer. Eine Kollegin von mir, sehr geschätzt, hat mir gesagt, Nacken, wenn du mich nochmal so nennst, dann kriegst du ein paar um die Ohren. Und dann haben wir das Ding irgendwann mal umbenannt. Heute heißen die Digitalisierungsbeauftragte. Und auch es gibt eine Reihe von anderen Hochschulen, die quasi dieses System schon umgesetzt haben. Da heißen die Digitalisierungsagenten, wie auch immer.
Im Prinzip sind das hybride Menschen. Also Sie sehen so einen vor sich. Ich bin einer dieser Digitalisierungskümmerer bei mir in der Fakultät, weil es so ist, ich verstehe, egal welchen meiner Kolleginnen und Kollegen, ich habe den gleichen Soziolekt drauf wie die als Ingenieure. Ich verstehe ein bisschen was von der didaktischen Situation und ich kann diese beiden Gruppen zum Passen bringen und kann im Prinzip dann oftmals auch so, ja, sagen wir mal, erste Berührungsängste oder ja, Anknüpfungspunkte an der Stelle setzen. Auch das sind einfache kleine Anreizsituationen. Und bei dem Anreiz gehört bei uns im Prinzip auch immer dazu, dass sie tatsächlich Applaus kriegen für das, was sie da machen. Das ist eine ganz entscheidende Situation. Dass wenn jemand etwas Gutes in der Lehre gemacht hat und wenn gezeigt hat, dass die Qualität der Lehre dadurch wirklich verbessert werden durfte, ne, dann wird auch gesagt, Herr X, Frau Y haben das super gut gemacht, guckt euch das mal an, das finden wir eine Vorbildfunktion. Und da steckt 0 Euro an Geld drin, aber da steckt eine unheimliche Hebelwirkung an der Stelle mit drin. So, wenn Sie jetzt im Nachgang vielleicht noch ein paar weitere Informationen haben möchten zur Digitalisierungsstrategie, also diese Digitalisierungsstrategie gibt es ja seit dem Jahr 2017, kann jeder von Ihnen die nachlesen. Die ist dadurch entstanden, dass wir eine Digitalisierungsstrategie begonnen haben im Jahr 2014. Wir hatten eine erste Phase, 2014 bis 2017. Und außerhalb des Protokolls wird ja nicht mitgeschnitten. Das war überhaupt keine Strategie, sondern das war eine Phase, in der wir einfach ausprobiert haben. Ja, es gab Finanzen, es gab Möglichkeiten. Wir haben Sachen ausprobiert. Wir haben festgestellt, diese Sache erhöht die Qualität, sind wir bei geblieben. Die Sache hat sie nicht erhöht, haben wir wieder weggeworfen. Und dann waren wir 2017 so weit, dass wir sagen können, jetzt können wir über eine Strategie reden. Also eine Strategie ist auch nichts, was Sie einfach so von heute auf morgen mal sich aus den Fingern saugen können, weil die, wenn das so wäre, dann ist sie meistens nicht belastbar. So, und auch da sehen Sie, dass der Begriff der Ermöglichungskultur bei uns an dem Punkt sehr, sehr groß geschrieben wird. So, ja, im Hinblick auf die Zeit würde ich sagen, das waren meine Punkte, die ich Ihnen gerne vorstellen würde. Wenn Sie jetzt Diskussionsbedarf haben, dann sehen Sie die Kontaktpunkte, über die Sie mich gegebenenfalls, wenn Sie das möchten, kontaktieren möchten.